Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns die Aussagen eines Bitcoin-Traders oder Bären an, der davon ausgeht, dass der Bitcoin in der nächsten Zeit auf 2000 Dollar sinken wird. Außerdem gucken wir uns die institutionellen Investments an in den Bitcoin-Future, die aktuell tatsächlich rückläufig sind. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch das Thema Bitcoin-Phishing im Darknet an. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an. Hierbei geht es um einen Trader mit dem Namen Jonathan, der davon ausgeht, dass der Bitcoin tatsächlich in der nächsten Zeit wieder fallen wird. Das heißt also, der Preis wird fallen und in seiner Prognose, die er hier auf Twitter veröffentlicht hat, spricht er von Werten, ja, dass der Bitcoin bis auf 2000 Dollar fallen wird. Aktuell bewegen wir uns ja so ein bisschen über 5000 Dollar, teilweise über 5.100 Dollar, aber so richtig vorwärts geht es seit dem 1. April leider nicht mehr. Was natürlich in dieser Zeit passiert ist, ist relativ eindeutig gewesen. Wir haben sehr, sehr häufig wieder das Phänomen FOMO mitbekommen, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, diese Euphorie, die dann natürlich auch übergeschlagen ist, ganz klar. Viele Anleger, viele Investoren, viele Hodler gehen natürlich auch davon aus, langfristige Gewinne abschöpfen zu können. Das ist ja auch absolut legitim. Ich persönlich bin auch jemand, der davon ausgeht, dass wir bis zum Ende des Jahres auch nochmal deutlich bessere Zahlen sehen werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass der Markt natürlich auch wieder volatil wird und geworden ist. Und jetzt haben wir ja nicht nur die Aussagen von einigen Leuten, Leute, die Prognosen aufgestellt haben, dass der Bitcoin 50.000, 100.000, 1 Million oder wie gestern auch berichtet 98 Millionen prognostizieren. In dem Fall gibt es natürlich auch Leute, die auf der anderen Seite stehen, wie es eigentlich schon immer der Fall war. Es gibt ja Bullen und Bären und die Bären sind davon überzeugt, dass der Bitcoin entweder gar nicht überstehen, also die Zeit gar nicht überstehen wird und auch in 10 Jahren zum Beispiel gar nicht mehr existieren wird. Und einige, die einfach davon ausgehen und aus meiner Sicht ein bisschen realistischer vielleicht unterwegs sind, dass der Bitcoin Rücksetzer machen wird, aber sich davon auch langfristig wieder erholen kann. Und ja, wie gesagt, Jonathan geht davon aus, dass der Bitcoin aufgrund der ganzen Euphorie, die jetzt gerade entwickelt wurde, wieder rückläufig sein wird. Das heißt, er sich quasi entgegen der Euphorie bzw. der Meinung der breiten Masse sich bewegt. Heißt also, wenn die Masse davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs in der nächsten Zeit tatsächlich positiv bleibt, dass der Markt sich dann eher andersrum entwickelt und rückläufig ist. Da ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich richtig ist oder nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr grundsätzlich von dieser Aussage haltet. Ja, letztendlich muss man sich, glaube ich, darauf gefasst machen, ja, dass alles möglich ist. Ich glaube, jeder, der am Kryptomarkt unterwegs ist und sich nicht darüber im Klaren ist, dass sich der Markt ganz unterschiedlich verhalten wird, egal wie man das nun prognostiziert, egal wer irgendwelche Prognosen aufstellt, diese erfüllen sich in der Regel nicht. Und dabei kann man nicht nur die ganzen bullischen Prognosen dort mit einbeziehen, sondern natürlich auch die extrem negativen Prognosen. Wir haben bereits in der Vergangenheit schon häufiger darüber gesprochen, dass der Bitcoin einige hundert Male totgeschrieben wurde, aber dennoch seit 10 Jahren existiert und vermutlich auch noch die nächsten 10 Jahre existieren wird. Dann gibt es hier noch so ein bisschen den Rückblick auch auf die Prognosen von Tom Lee, der ja bereits im letzten Jahr und auch in den Jahren davor immer wieder Prognosen aufgestellt hat, der ja auch davon ausging, dass 2018 das Jahr sein wird, in dem wir auf 25.000 Dollar steigen werden. Julian Hosp hat ebenfalls prognostiziert, dass wir 50.000 Dollar erreichen werden. Diese Prognosen sind alle auch nicht eingetroffen und wir sind letztendlich ja bei 4.000 Dollar ungefähr ja durch das Jahr durchgekommen. Und in dem Fall geht es hier nochmal darum, dass Ethereum World News in der Vergangenheit schon sich häufig auf den RSI, also auf den Relative Strength Index bezogen hat und der aktuell aus ihrer Sicht sehr, sehr negativ aussieht, was also für sie bedeutet,
dass der Bitcoin in der nächsten Zeit nochmal rückläufig sich verhalten wird. Das würde so ein bisschen passen zu einigen Aussagen, die wir gehört haben, dass der Bitcoin sich erst nochmal tatsächlich rückläufig entwickelt und im nächsten Schritt dann nochmal ordentlich ja quasi anzieht von den Preisen her. Vor allem das Halving ist ja das Thema, was wir spätestens im nächsten Jahr erwarten, wodurch nochmal eine ordentliche Explosion zu erwarten ist. Wir sind einfach mal gespannt. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade sich dazu entscheidet, in diesen Markt zu investieren, der könnte entweder noch ein bisschen warten oder er entscheidet sich dazu, jetzt zu investieren und das Ganze dann langfristig zu betreiben, um in den nächsten Jahren nochmal ordentlich Rendite rauszuholen, falls es so eintreffen sollte. Aber es gibt natürlich hier keine Garantie dafür und jeder, der investiert, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass er das Kapital verlieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen und deswegen solltet ihr auch niemals Kapital investieren, was ihr nicht zur Verfügung habt und was ihr nicht bereit seid zu verlieren. Kommen wir zum zweiten Thema und hierbei geht es vor allem um die institutionellen Investoren und Anleger, die sich ja meistens auf den Bitcoin Future beziehen. Dabei geht es natürlich um ein Finanzinstrument, das sie kennen, da ja ein Future natürlich an der normalen oder in der normalen Finanzwelt häufiger getradet wird, beziehungsweise auch Positionen aufgestellt werden mit entsprechenden Hebeln und so weiter. Und wir haben ja mitbekommen, dass die CBOE sich dazu entschieden hatte, aus diesem Sektor quasi zurückzutreten. Die CME hat dadurch natürlich einiges an Fahrt gewonnen und am 4. April haben wir alle mitbekommen, dass wir dort die Höchstwerte in Bezug auf ja, das Volumen mitbekommen. Also das heißt, dort wurden über 22.000 offene Positionen gemessen in Höhe von über 500 Millionen Dollar. Extrem beeindruckend, wie ich finde. Jetzt muss man nun mal feststellen, dass der Markt gerade sich so verhält, dass diese ganzen Bitcoin-Future-Positionen eher rückläufig sind. Es gibt aktuell auch mehr offene Short-Positionen als Long-Positionen. Also für die, die es nicht wissen, Short-Positionen sind in dem Fall also Positionen, die darauf wetten, dass der Bitcoin-Preis wieder nach unten geht, und Long-Positionen sind umgekehrt oder verhalten sich umgekehrt und beziehen sich vor allem auf den ja positiven weiteren Verlauf. Das heißt also, dass der Bitcoin-Preis wieder ansteigt. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen knapp 11% an ja, Short-Positionen, die hier aufgelöst wurden, und in dem gleichen Zeitraum wurden nochmal knapp 30% Long-Positionen aufgelöst. Also jetzt haben wir einen Anstieg gehabt, mitbekommen, und jetzt entscheiden sich einige Anleger tatsächlich, diese Position aufzugeben. Warum das Ganze so ist, da ist man sich aktuell noch nicht wirklich einig. Es gibt, glaube ich, einfach viele, die so ein bisschen Respekt auch vor dem Markt haben. Wir haben die Volatilität ja, wie gesagt, wieder zurückbekommen und dadurch ist das Ganze natürlich ein bisschen ja unsicherer in Anführungsstrichen, aber ich glaube, alles, was sich in Bezug auf Spekulationen dreht, ist bis zu einem gewissen Grad unsicher und alle, die sich wirklich damit auskennen und Risiken einschätzen können, die werden sich auch weiterhin an dem Markt versuchen. Ich glaube auch, dass man damit ordentlich Gewinne erwirtschaften kann, wenn man sehr, sehr viel Wissen in dem Kontext hat, denn solch ein Thema hat natürlich große Risiken, birgt aber natürlich auch die Möglichkeit, extrem viel Kapital anzuhäufen, hohe Renditen mitzunehmen, wenn man weiß, was man hier tut und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft. Wir sind einfach mal gespannt, was in der nächsten Zeit so passiert und vor allem natürlich auch, wie sich die institutionellen Investoren und Anleger hier entscheiden, zukünftig am Markt mitzuspielen. Zu guter Letzt gucken wir uns noch das Thema Bitcoin Phishing im Darknet an und das Thema ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr interessant für die meisten, denn wir wissen natürlich, überall, wo es um Geld geht, gibt es natürlich auch Menschen, die versuchen, illegal an das Kapital anderer Menschen heranzukommen, und in dem Fall geht es um einen 37-jährigen Amerikaner, der mit dem Darknet Geld erwirtschaftet hat. Das heißt also, er hat eine relativ einfache Methode genommen, über die haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesprochen, und zwar hat er im Darknet in Foren entsprechende Links zu quasi nachgebauten Seiten veröffentlicht. Darüber haben sich die Leute dann quasi angemeldet und haben ihre Daten hinterlegt, und so konnte er letztendlich an die Wallet herankommen. Darüber hat er dann einfach gewartet, bis es entsprechende Transaktionen gab, und hat danach angefangen, das Kapital sich zu transferieren. Insgesamt hatte er Login-Informationen von über 10.000 Konten und konnte damit über 365.000 US-Dollar erwirtschaften. Das Ganze wurde dann vom FBI aufgeklärt. Das heißt also, hier sieht man wieder, das Ganze ist nun mal nicht 100% anonym. Also niemand hatte die Gewährleistung, dass man nicht
erwischt wird. Und ich glaube, jeder, der illegale Dinge tut, der wird auch früher oder später erwischt. Letztendlich musste er nun für 12 Monate und einen Tag ins Gefängnis, musste insgesamt 10.000 US-Dollar Strafe abdrücken und sein ganzes Geld wurde natürlich auch beschlagnahmt. Diese Fälle gab es in der Vergangenheit schon häufiger. In dem Fall muss man aber ganz klar sagen, dass wir auf der einen Seite die kriminelle Energie haben, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch die User, die sich hier dazu bereit oder quasi die Entscheidung getroffen haben, die Informationen auf einer Website zu veröffentlichen, die überhaupt gar keine, gar nicht echt waren. Also das heißt, man sollte hier echt Vorsicht walten lassen. Wenn man sich da unsicher ist, dann sollte man lieber doppelt gucken oder sich dazu quasi nochmal andere, bessere Informationen holen, das Ganze nochmal abgleichen, um hier auf der sicheren Seite zu sein, denn solche Sachen sollte man niemals in irgendeiner Art und Weise ohne nachzudenken irgendwo eintragen, damit man hier auch keine Probleme zukünftig bekommt. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Thank you.